Hallo und willkommen im Signal Iduna Park. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen SC Freiburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Hört schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. Hummels. Witzel. Jetzt Piszczek. Ashraf Hakimi. Jadon Sancho. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Brandt. Brandt. Schuss. Brandt. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Guerrero mit der Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Geht er rein? Da hat der Torwart Glück, den hätte er wohl nicht bekommen. Höfler, Haberer, Roland Salai. Gute Aktion. Ja, das könnte was werden jetzt. Der Ball wieder bei Dortmund. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Ball in den 16er. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ist hier immer noch am Ball. Brandt, der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus. Endlich. Die Ecke kommt. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Die Dortmunder mit der Ecke. Ecke kommt von Guerrero. Da können Sie erstmal klären. Hummels. Mats Hummels ist natürlich einer der besten Abwehrspieler der Welt. Emre Can. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es machen sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Jo, Chancen hatten sie heute einige. Insofern der Treffer folgerichtig. Doch die zeigen heute insgesamt einfach die bessere Leistung. Insofern natürlich ein verdientes Tor. Wichtig für Dortmund. Damit führen sie jetzt. Sie verlieren den Ball.
Brandt. Flagge kommt ganz weit. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Ein schönes Tor. Vor allem haut er nicht einfach drauf, sondern platziert den Ball. Jetzt der Eckball. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Haberer. Früh wird er jetzt gestört. Höfler. Roland Salai. Lukas Höhler. Griffo. Was macht er draus? Yannick Haberer. Vorwärtsbewegung jetzt. Das sieht alles sehr überlegt aus. Witzel. Emre Can. Könnte den Konter geben. Was machen sie draus? Und jetzt ein Schuss. Guter Konter, da spielen sie ihre Stärken aus und am Ende fehlt nicht viel. Ja, da hätten sie sich fast belohnt für eine klasse Aktion. Hat alles gestimmt beim Konter? Naja, fast alles. Dortmund bekommt den Freistoß. Guerrero könnte es direkt versuchen. Auch aus dieser Entfernung, er hat's drauf. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Emre Can. Gute Aktion. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Jetzt der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Er schießt. Und den Ball hält der Torhüter fest. Emre Can. Axel Witzel jetzt. Jadon Sancho. Roland Salai. Höfler. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ball fliegt hoch rein. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Guerrero, Witzel, Jadon Sancho, ja, geht gut dazwischen. Lukas Höhler, Griffo, sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ashraf Hakimi. Macht er gut. Jetzt kann er flanken. Da hat er gut verteidigt. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Gulde. Haberer. Hummels geht dazwischen. Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Super dazwischen gegangen. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Ashraf Hakimi, das könnte vielleicht was werden.
Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Sie verlieren den Ball. Guter Pass. Der Ball ist drin. 2 Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Super Abschluss, klasse vorbereitet. Ja, vor allem der letzte Pass war bockstark. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja. 2-0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Roland Salai. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Dominik Heinz. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Und das ist schon klasse, wie sie aus diesem... Schönes Zuspiel. Jetzt vielleicht. Und da haben wir es, das Tor. War's da schon? Borussia Dortmund legt hier nochmal nach. So überlegen, wie sie bisher spielen, ist es schwer zu glauben, dass da noch was anbrennen kann. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ballverlust. Achraf Hakimi. Guerrero. Jetzt Witzel. Jadon Sancho. Und das ist der Ballverlust. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Gulde. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Klasse Tackling. Da kommt er an den Ball. Roman Bürki. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Brandt. Jadon Sancho. Julian Brandt. Und da hat er Platz. Der BVB mit dem Tor. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts, das muss er erstmal so hinkriegen.
Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Wunderbarer Kopfballtreffer, Buschi. Aber auch die Flanke müssen wir loben, die war super. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Griffo. Lukas Höhler. Kann er was draus machen? Ballverlust. Die Gäste werden wechseln. Auf außen ist jetzt Platz. Hummels geht dazwischen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. In den freien Raum. Vincenzo Grifo. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Achraf Hakimi. Tolles Zuspiel. An die Latte. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Waldschmidt. Günther. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Brandt. Guerrero. Rafael Guerrero. Da kommt die Hereingabe. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Erneut so ein hervorragender Pass. Vincenzo Grifo. Jetzt könnte er flanken. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Jetzt die Ecke. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss auf. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Ecke kommt in die Mitte. Nils Petersen. Kein Tor, der Torhüter ist da. Ecke kommt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Nils Petersen. Dahoud. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Brandt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Jadon Sancho trifft. Wunderbar. Er gehört halt wirklich zu den Besten. Und das zeigt er gerade auch in diesen Spielsituationen. Jetzt die Wiederholung vom Tor des BVB.
Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Ein schönes Tor. Das sehen wir hier nochmal. Einerseits trifft er den Ball klasse, aber auch die Hereingabe ist richtig gut. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. So, jetzt zeichnet sich doch deutlich ab, welche hier die bessere Mannschaft ist. Stimmt absolut, Wolf. Auf dem mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Dahoud. So, rüber, auf die andere Seite. Brandt. Brandt! Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. Einseitiges Match. Klarer Sieger. Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen.